Wir sind bei der zweiten Episode von The Walking Dead Daryl Dixon angelangt. Was hier passiert ist und wie es weitergehen wird, natürlich wie immer ganz logisch nach dem Intro. Willkommen Leute bei einem neuen Video. Heute schauen wir uns Folge 2 an von Daryl Dixon, dem Spin-Off. Und daher erstmal nicht wundern, ich bin etwas heiser, wird in der nächsten Zeit auch wieder weggehen. Bis zur nächsten Folge mit Sicherheit. Daher auf jeden Fall mal nicht wundern, wenn es ein bisschen anders klingt als sonst. Diese Folge war auf jeden Fall mal etwas ruhiger. Wir haben hier, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, gesehen, wie Paris teilweise eingenommen wurde von den ganzen Beißern, wie das Ganze dort war mit dem Outbreak, wie es gestartet hat. Und vor allem haben sie es auch sehr gut verbunden mit dem früheren Leben von Isabelle. Wir haben gesehen, wie sie drauf war, wie anders sie drauf war vor allem. Und ja, wir haben gesehen, sie war eine eher ziemlich krasse Person. Also sie war eine drogennehmende Diebin im Prinzip, um irgendwie über die Runden zu kommen. Und ja, war auf jeden Fall schon krass. War auch eine sehr, sehr gute Idee, das mit reinzubringen. Da haben wir ja auch gesehen, als es dann angefangen hat mit dem Outbreak, dass ihr Kumpel Quinn oder ihr Freund Quinn sie ja gerade noch so in der Stadt abgeholt hat. Mit ihm zusammen ist sie dann nach Hause zu ihrer Schwester und dann wollten sie alle zu dritt wegfahren. Als dann aber Quinn irgendwann auf dem Weg gemerkt hat, dass die Schwester von ihr tatsächlich schwanger war, hat er gemeint, okay, das geht nicht, das können wir so nicht machen. Sie muss irgendwo anders hin, in ein Krankenhaus und wir fahren alleine weiter. Isabel hat es natürlich nicht gefallen und hat dann Quinn am Rand stehen lassen und einfach mit der Schwester weggefahren in Richtung eines Nonnenhauses, einer Kirche. Und natürlich ist es genau die Kirche, wo wir in dem Fall auch in der Serie ganz am Anfang waren. Wir haben außerdem gesehen, dass auf dem Weg, als dann in dem Fall Isabel und ihre Schwester angehalten haben, um mal nach Ärzten zu suchen, ihre Schwester gebissen wurde. Und als sie dann ankamen in dem Priesterhaus, wurde versucht, eine Frühgeburt einzuleiten und sie mit einem Kaiserschnitt da irgendwie vorzuretten, zu sterben. Allerdings hat der Biss sie verwandelt während der OP und dann haben wir im Prinzip einfach gesehen, wie während sie ein Beißer war, das Kind gerade noch so gerettet wurde, was halt wirklich ein Wunder ist. Also sowas haben wir auch noch nicht gesehen gehabt, war auch krass auf jeden Fall. Und dann haben wir auch gesehen, ganz am Ende der Folge, dass dieses Kind Laurent ist und Isabelle die Tante ist und deshalb auch so gut auf ihn aufpasst. War eigentlich relativ offensichtlich, haben wir glaube ich nach ein paar Minuten eigentlich schon gemerkt. Aber trotzdem cool auf jeden Fall zu sehen. Es ist jetzt auf jeden Fall geklärt, wer er eigentlich ist und warum er dort vor allem war. Quinn wurde ja am Rand zurückgelassen und ich bin mir ziemlich sicher, dass er nochmal zurückkommt, denn er lebt mit Sicherheit noch. Wir haben ihn noch nicht gesehen, aber ich bin mir sicher, er lebt noch. Irgendwo kommt er auf jeden Fall nochmal dran. Dann haben wir jetzt in dieser Folge eine eher ruhigere Sache gehabt. Und zwar sind Daryl und die anderen weiter in Richtung Paris gereist. Auf dem Weg nach Paris sind sie einer Gruppe begegnet, die tatsächlich aus eher Jugendlichen besteht, die alle in einer Vorschule waren, als ausbrach und dort nur mit einer der Lehrerinnen noch gelebt haben. Die haben sich dann selber alles beigebracht und haben die Lehrerinnen irgendwie noch beschützt. Die ist auch gerade am Sterben, als Daryl so da ankommen. Und ja, die haben sich tatsächlich ein bisschen was aufgebaut. Die haben selber dafür gesorgt, dass sie dort überleben können, jagen können und auch kämpfen können. Also überall eigentlich nur Jugendliche. Und bei der Frage, wer denn Daryl, Isabelle etc. so sind, antworten dann in dem Fall die anderen auch, dass sie Nonnen sind und dass Daryl ein Priester aus Amerika ist und deshalb auch kein Französisch kann. War tatsächlich ein ganz netter Spruch auf jeden Fall. Pater Daryl. Ja, was würde Gabriel dazu sagen? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ja, so viel erstmal zu dem Teil. Dann haben sie in dem Fall auch ihren Esel verloren. Das bedeutet, sie hatten auch keine Möglichkeit mehr, den Wagen zu ziehen. Der ist dann nämlich von den Beißern in Stücke zerfetzt worden im Prinzip. Dann hat in dem Fall diese Gruppe Daryl auch erzählt, dass es in der Nähe eine Art Mini-Festung gibt, bei der jemand lebt, der eben ein Pferd hat. Und dort will Daryl dann in dem Fall das Pferd auch stehlen. Kommt dann auch da rein, befreit einen der Jungen, die noch da festgehalten wurden und entdeckt es auch einer der Amerikaner aus Texas, der dann immer noch ein bisschen im Irrglauben lebt, dass seine Familie in Amerika noch am Leben ist. Und ja, dann fallen beide auf dem Weg zurück in diese Schlucht voller Beißer. Und das war eine sehr coole Szene auf jeden Fall, hat mir gut gefallen. Denn da hat Daryl wieder seinen Morgenstern rausgeholt, ähnlich wie in Staffel 10 von The Walking Dead mit den Whisperern. Das sah da auch schon so cool aus.
Also eine sehr, sehr gelungene Szene. Generell die ganzen kampfartigen Stellen hier sind immer sehr, sehr cool, weil die so viel anders wirken wie davor. Hier haben sie auch mit Musketen gekämpft, mit Kompositbögen. Sieht einfach generell neu aus. Es ist sehr, sehr schön zu sehen. Und ja, ich bin sehr gespannt auf die nächste Folge. Es war jetzt eine sehr ruhige Folge. Ich finde schon fast zu ruhig. Aber ich denke, es wird auf jeden Fall noch genug passieren. Wir werden auf jeden Fall noch genug zu Gesicht bekommen und daher auf jeden Fall nicht verzagen. Außerdem haben wir gesehen, dass unser lieber Freund, unser lieber Glatzkopf aus der ersten Folge wieder zurückkam und diese Aufnahme von Daryl gehört hat. Er hat außerdem den Plan noch gesehen, der immer noch an der Wand hing und weiß jetzt genau, wo sie hingehen. Deshalb, ja, wird er denen jetzt folgen. Er schließt sich diesen anderen Leuten aus dem Ende der ersten Folge an. Auf jeden Fall. Und denk mal, zu dieser Gruppe gehört auch dann in dem Fall Quinn. Der wird auch mit dazugehören und dann gegen Isabel irgendwie agieren. Wie genau ist dann nochmal eine andere Frage. Ich meine, er hat immer noch was übrig für sie gehabt, aber nachdem sie ihn verraten hat und zum Sterben hat liegen lassen, denke ich nicht, dass er so gut auf sie zu sprechen sein wird. Was ich mir jetzt hier noch wünschen würde, wäre eine Rückblicksszene von Daryl, wo er in dem Fall auch schon gesprochen hat mit Carol und auch mit Judith. Wir haben mal so eine Miniszene mal kurz gesehen. Ich denke, es kommt auch noch was dazu. Ich weiß, Daryl Dixon soll sich ein bisschen abheben von der Hauptstory, von dem früheren Hauptding von The Walking Dead und ein bisschen alleine fungieren können. Aber das würde mich doch schon sehr freuen, dass man da noch mal ein bisschen mehr davon sehen könnte. Ich hoffe, wir bekommen auch gezeigt, wie genau er da gelandet ist. Ich meine, das wird wahrscheinlich ein Twist werden am Ende der ersten Staffel, dass man genau sieht, ah, okay, er war vielleicht schon mit Grimes auf der Spur oder hat vielleicht irgendwie Leute davon gesehen und ist dann auf so einem Schiff gelandet von dieser Organisation aus Frankreich, die vielleicht zusammen mit dem CRM arbeitet und vielleicht miteinander handelt. Könnte ja schon sein. Mal schauen, was in der dritten Folge passiert. Da wird dann vermutlich auch dieser Typ drankommen, der ähnlich ist wie so ein Ezekiel. Aber wir sind sehr gespannt. Da würde ich mal sagen, das nächste Video erscheint, wenn die nächste Daryl Dixon Folge erscheint.